Der Grund dafür ist, dass dies geschehen muss, um das Momentum, um die Aktion zu erzielen. Die Gegenwart muss kontinuierlich ersetzt, ausgelöscht werden, nicht greifbar gemacht werden durch den Salto Mortale von dem zu Erwartenden, dem zu Antizipierenden, dem Zukünftigen auf die Vergangenheit, auf die vollzogene Aktion zurück. Und sie muss gleichwohl kurzzeitig aufklaffen als unerreichbarer existenziell Angst-Panik-Moment, um daraus die Triebspannungen, die Peitschungs-, Zughetzzwangsenergien zu ziehen, sich der Begegnungen im Realen zu stellen, die für das Überleben notwendig sind. Die Gegenwart als ein Vergegenwärtigungsmoment des immer Tödlichen wird somit kontinuierlich gelöscht, um durch diesen Vorgang die Aktionen des Momentums herausgezuzelt aus den ausgesogenen Augenblicksmomenten zu produzieren, sodass also die Aufklaffung der Existenz und des Tödlichen zur Hochspannung für die Übererfolgreichheit genauso notwendig ist als sein sofortiges Zuglaufen, sein sofortiges Vergessen machen. Gegenwart, die nie da ist, weil sie sofort gelöscht wird, aber der Durchlaufprozess selbst, der nicht aufhören kann, sich zu wiederholen und immer mehr hochzupeitschen, als dann wieder persistierendes, gegenwärtiges oder persistierendes, aktionistisches